Okay, aber die große Frage, die ihr jetzt wahrscheinlich stellt, was halte ich jetzt vom Bodycam? Jetzt haben wir ein paar Runden gespielt, haben wir ein bisschen was reingesteckt und ja. Ist ein Shooter, ist ein teambasierter Shooter. Es gibt ja momentan im Endeffekt diese Modi Bomben legen und also Search and Destroy, Team Deathmatch, was nicht wirklich Team Deathmatch ist, weil du nicht respawnst. Und dann noch diesen Free-for-All-Modus, den ich am besten finde, weil du da Respawn hast und unterschiedliche Waffen spielst. Ich meine, der große Hype um das Game war im Endeffekt die Qualität der Grafik und dieses Setting in Unreal Engine 5, was ja aussieht, wie als würdest du, wie der Name schon sagt, eine Bodycam haben, also eine GoPro, und es wirkt halt sehr realistisch. Das Movement ist auch so gemacht mit dem Fisheye und ist alles sehr, wie soll man sagen, sehr wobbelig. Erstmal, Aiming muss man halt umdenken, weil du im Endeffekt ja die Waffe, die du mitziehst, nicht wie in einem normalen Shooter halt agiert. Also es hat diesen in Anführungsstrichen realistischen Aspekt. Was soll ich sagen? Ich meine, das Game funktioniert, das Lobby-System ist das beschissenste, was ich seit langem gesehen habe. Es ist natürlich Hosting-System. Mindestens 90% der Leute, die den Lobby hosten, wissen nicht, dass sie die auch starten müssen. Man hockt im Endeffekt nur in der Lobby und hört sich Geschichten von irgendwelchen Bauschaum-Aktionen an, von dem Typen. Aber ansonsten ist ganz funny. Ist es 30 Euro wert, was es momentan kostet? Mit Sicherheit nicht, das ist nur eine Puppe hier. Das finde ich ein bisschen zu viel. Es ist ein Game, was von zwei Leuten gemacht wurde, ein 17- und 20-Jähriger oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Respekt dafür, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem jetzt kein Grund, irgendwie, so, sag ich mal, den Preis eines Indie-Titels dafür zu verlangen. Auch wenn es potenziell ein Stück weit Indie ist, aber da würde ich noch so weit gehen und sagen, es ist eher ein Studentenprojekt, wenn man es mal hart sieht, ne? Es ist nicht mal irgendwie, noch nicht mal im Indie-Bereich drin, aber es ist halt größtenteils auch viele Assets, die sie natürlich geholt haben aufgrund von Unreal. Und es ist halt für mich, ich meine, was soll ich sagen? Ich will die gar nicht shit-talken oder so, aber ich versuche objektiv zu bleiben, ganz klar, und gehe auf die Aspekte ein, die halt irgendwie, die halt bei dem Game auch zählen. Und das ist schlussendlich das Gameplay. Und das ist interessant, weil das Game halt versucht, in Anführungsstrichen, diesen Realismus zu simulieren bei einem Computerspiel, was ich immer ein bisschen schwierig finde, weil viele Spiele halt aufgrund von gepushtem Realismus meiner Meinung nach nicht mehr wirklich diesen Spielcharakter bekommen, den sie eigentlich haben könnten und nicht mehr so viel Spaß machen, wie es potenziell das Spiel könnte. Ist es in dem Fall hier auch so? Ein Stück weit ja. Ich meine, wer Bock auf diese Art von Spiel hat, der wird sich da natürlich satt spielen können mit dieser Art von Gameplay. Schlussendlich ist es wahrscheinlich aber eher so gleichzusetzen witzigerweise, weil wir gerade hier drin sind, Paintball-Video, was man so auf YouTube anschauen kann. So fühlt es sich an und so spielt es sich natürlich auch ein bisschen. Es ist eine komplette Umstellung, die du dafür brauchst. Und ich kann aber auch nur schlussendlich sagen, dass das einfach ein Versuch ist. Das ist im Endeffekt so ein gewisses Experiment, glaube ich, bei denen. Kann man hier durchschießen, offensichtlich, ne? Ein gewisses Experiment im Gaming-Markt. Aber es hat meiner Meinung nach, glaube ich, den Hype einfach auch nur am Start, weil das Game halt eben so ist, wie es ist. Und es bisher kein anderes Game gab, was so diesen, sag ich mal, Realismus-Faktor in dem Umfang halt versucht hat zu simulieren. Und das macht es ganz gut, das schafft es meiner Meinung nach ziemlich gut. Aber die aktuellen Spielmodi, also wenn es nicht gerade der hier ist, und du neben einem Typen spawnst, lol, und du einfach Respawn hast mit unterschiedlichen Waffen wieder, finde ich es ziemlich langweilig. Ich mag nicht dieses Search and Destroy Ding, weil es im Endeffekt hier noch krasser ist auf die Maps. Es gibt eine Waldmap, die komplett ass ist. Da warten die Leute im Endeffekt einfach auch nur am Wald irgendeinem Baum und versuchen halt Bewegung zu sehen und töten dich dann. Also, und da bist du halt dead und kannst maximal noch mit einer Drohne rumfliegen und das war's. Es ist halt super langweilig. Ich mag das nicht. Ich meine, es macht in Counter-Strike und Co. noch Sinn. Aber in dem Modus hier ist es halt voll für den Arsch. Weil du einfach halt auch mit einem Schuss umfällst und das war's dann. Und da müsste man auf jeden Fall mehr Modi reinbringen, die Spaß machen, wird eventuell auch kommen. Aber ja, ich glaube nicht, dass es. Also, es ist ein Nebenprodukt des Shooter-Marktes. Es ist aber auch gleichzeitig, wie viele Shooter, Spawn Kill Repeat. Und es wird sich meiner Meinung nach auch nicht so einen. Wie soll man sagen? Es wird wahrscheinlich auch nicht den Hype weiter erhalten, den es jetzt, sag ich mal, zuvor Release hatte. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei Release der Fall ist, ob das so viele Leute gerade hypen. Die negativen Rezensionen auf Steam sprechen ja eher andere Bände. Also es ist ja nur durchschnittlich bewertet oder so. Oder sogar schlecht bewertet, wenn ich mich nicht irre. Aber
Ja, es ist ein Versuch, aber es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht der Next Step im Shooter-Bereich, wo ich eben andere Spiele, die in letzter Zeit rausgekommen sind, eher sehen würde, so der richtige Weg mit Greyzone Warfare, was halt grafisch und auch technisch möglich ist, unabhängig von Performance-Problemen, aber auf der Größe des Scales, das habe ich ja tausendmal erzählt, so, ne, sehe ich halt so das nächste Survival-Game und Co. Ich meine, klar kannst du hier einen Taktik-Shooter bringen, der wirklich à la Counter-Strike und Co. im Endeffekt halt das neu auflegt. Aber ich glaube nicht, dass es halt... Es ist halt am Schluss, viele vergleichen es ja auch damit, es hat halt am Schluss einfach diesen VR-Vibe. Und man muss halt sagen, dass VR-Games einfach auch keine langfristigen Spiele sind. Das sind so 2-Stunden-Dinger und dann war es das. Weil es einfach nervig wird mit der Zeit, clunky, auch ein bisschen anstrengend. Und ich finde auch dieses Game, gerade weil es nur Spawn Kill Repeat ist, habe ich den aus Versehen erschossen, weil ich einfach gedrückt habe, weil ich gespawnt bin. Na gut. Ist halt auch so das Ding, wo ich sage, das ist mal für 1, 2, 3 Stunden vielleicht oder mal so ein paar Tage, ist das mal ganz interessant. Aber ich glaube, das wird auch mehr nicht bleiben. So für keine Ahnung, für Leute, die halt irgendwie krass im Airsoft drin sind oder so, die werden sich da wiederfinden, weil es einfach so ein bisschen, ne, so diesen Vibe halt gibt vom spielerischen Aspekt her. Aber es wird nicht den Gaming-Markt neu, es wird nicht den Gaming-Markt im Shooter-Bereich neu aufmodeln oder da irgendwie jetzt einen Standard festsetzen, in der die Richtung reingeht. So, das auf jeden Fall nicht. Es ist eher ein Gimmick-Shooter, wie ich halt aktuell auch immer noch Virtual Reality, also VR mit Headsets und so ansehe. Und da würde ich sowas tatsächlich auch eher sehen. Ja, ich meine, klar, gut, dass wir keine VR-Brille brauchen, um das jetzt mal anspielen zu können. Das ist auf jeden Fall ja ganz nice. Aber ich muss ehrlich sagen, die 30 Euro, die man dafür zahlt, ist meiner Meinung nach nicht ganz gerechtfertigt. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Und ich werde das auch zurückgeben, weil ich unter 2 Stunden bleibe, weil ich das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht wirklich weiter spielen werde. Außer es kommt halt irgendwie Content, der sich dann irgendwie krass spielt, keine Ahnung, Sachen wie, vielleicht kommt ja ein Battle Royale Modus rein oder, keine Ahnung, vielleicht gibt es einen Extraction Shooter. Ich meine, die implizieren ja mit diesem Springen aus dem Flugzeug, das so ein bisschen am Anfang der Runde. Ja, es ist mal nett zu sehen, ist auch mal nett kurz gespielt zu haben. Aber mehr ist es tatsächlich auch meiner Meinung nach nicht. Es ist so. Ich sehe tatsächlich eher, weil das Game ist im Endeffekt ja in Anführungsstrichen eine Kopie von Unrecord. Unrecord ist ja das Spiel, komm, das ist immer wieder erster in dem Modus, den wir jetzt zum dritten Mal gespielt haben, weil er Respawn ist und ich gleich... No Fans so, aber wir sind jetzt dreimal den Modus gespielt, den ich am besten finde, weil der mit Respawn ist. Und wir sind dreimal erster geworden. Also wie gesagt, ich kann das Game jetzt auch abgeben. Es dürfen sich auch andere Größen jetzt daran bedienen, lul. Aber Unrecord ist ja dieses Story-Driven-Game, wo du als Polizist spielst und im Endeffekt ja eine Story hast. Ich glaube, dass so eine Art von Game eher in dieses Segment reinpasst. Es ist eine Story, du hast eine Handlung, die auch nicht wirklich lang geht. Ich meine, sowas wie Unrecord wird wahrscheinlich auch nur so, keine Ahnung, 4, 5 Stunden, wenn überhaupt, von der Story am Schluss sein. Und ist ja auch nur von einem Dude oder so gemacht. Aber da kann ich das eher fühlen, weil du einfach mit dieser... auch mit diesem Verpixelten und dieses realistisch Angehauchte, kannst du, glaube ich, mit einer Geschichte dahinter viel mehr erzeugen und erzählen und viel mehr Spannung und Adrenalin aufbauen in diesen Gefechten als, und das sage ich als jemand, der immer froh ist, wenn es irgendwo PvP oder Multiplayer gibt, als aber jetzt hier mit dem Multiplayer. Das ist, wie gesagt, ganz nett, aber nach 3, 4 Runden bin ich halt auch wieder raus, weil ich mir denke, okay, habe halt alles gesehen, so, was soll ich jetzt hier noch machen? Da gibt es halt andere Shooter, die man halt besser spielen kann, so. Und da sehe ich eher so eine Story dahinter besser, weil man da, glaube ich, emotional auch aufgrund dieses Realismus viel machen kann. Ist jetzt vielleicht, für manche wird das hart klingen, aber ich sehe tatsächlich auch wirklich kontroverse Games damit, die storytechnisch pushen, weiß ich mein. Ja, ich weiß nicht, was man auf YouTube alles nennen kann, aber ihr könnt euch vielleicht Szenarien vorstellen, in denen man gewisse Story-Elemente mit so einem Game machen kann, die potenziell halt wirklich vielleicht Leute abschrecken, aber trotzdem spielerisch gut umgesetzt werden könnten mit so einer Art von Game, weil du einfach in dieser Perspektive und mit dieser Grafik andere Geschichten erzählen kannst. Wieder andere Leute schreien natürlich danach, dass wir nicht wollen, dass diese Games noch realistischer werden, weil grundsätzlich Computerspiele für das Graul oder die Gräueltaten der Welt da draußen verantwortlich gemacht werden in jeder Hinsicht, was natürlich kompletter Bullshit ist. Aber ihr versteht, denke ich mal, meine Argumentation. Ja, wie gesagt, es ist zwar erstmal so, ah ja, ganz nett, okay, mal gesehen, aber... ja, nice try.
Ist aber, wird aber nicht die Industrie voranbringen im Sinne von, dass es, wie gesagt, ist das State of the Art, wo Shooter in die Shooter-Richtung halt gehen muss, sondern ist halt eher so, ja, kannst du halt vielleicht VR damit punkten und da vielleicht mit sowas reingehen. Ja, danke.